Hallo bei Supportnet Served, mein Name ist Jakob und zu unseren Aufgaben im Supportnet zählt ja nun nicht nur das Surfen, sondern auch das Schreiben von Texten. Und da bin ich auf den BlaBlaMeter gestoßen, der in der Unterschrift schon verrät, was er dann kann. Er misst nämlich, wie viel Bullshit steckt in ihrem Text. Manche Menschen formulieren ja viel dünne Luft statt vernünftige Tipps und Tricks. Ich will mal ausprobieren, was das Programm denn so zu meinen eigenen Texten meint. Hier habe ich zum Beispiel ein Supportnet Surfed aus den letzten Tagen. Und das lasse ich jetzt testen. 0,21, Ihr Text zeigt erste Hinweise auf Bullshit-Deutsch, liegt aber noch auf akzeptablem Niveau. Na, dann hoffe ich mal, dass ich mit meinen Apple-Geschichten vielleicht ein paar Bonuspunkte gewinnen kann. Probiere ich das nochmal aus. Oh, da ist es auch 0,1 und das scheint vernünftiges Deutsch zu sein. Ich kann mir ja nicht verkneifen, auch mal einen Text von dem Chefredakteur Fabian alias Halfstone zu überprüfen. Mal schauen, was der Blablameter denn zu dessen Formulierungskünsten meint. Oh, das ist bisher der Testsieger, 0,06. Zum Vergleich hier die Bild Online hat ja auch sowas, was die digital nennen. Da kopiere ich mal einen Text raus und schicke den hier in den BlaBlaMeter. Text testen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Bullshit Index 0,25. Das Ganze funktioniert auch auf Englisch und Spanisch. Und unter den Fragen und Antworten sind so einige Hinweise dazu gegeben, wie der Text durchsucht wird, was hinter den Algorithmen von BlaBlaMeter steckt. Das Ganze ist eine Privatinitiative, wie man aus dem Impressum sieht, was aus Frankfurt kommt. Lohnt sich mal auszuprobieren. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch E-Mails unter BlaBlaVerdacht, die er mal gegenchecken möchte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Supportnet Served. Tschüss.